Es geht weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich bin's, euer MC Muffix. Im letzten Part haben wir eine merkwürdige Prüfung gemacht der Skolan. Und ja, irgendwas ist schiefgelaufen, drei sind gestorben und ein paar sind weggelaufen und wir wissen nicht genau, was das ist. Und deswegen müssen wir nach Ardua gehen, um da was herauszufinden, was da passiert. Aber bevor wir es machen, machen wir es mit der Hauptquest weiter und reden jetzt im Hof des Sommers mit Hochkönig Titarion. Hochkönig Titarion erwartet euch. Legt den Kodex bitte vor ihm nieder, dann wird er euch alles weiter. Ihr macht offenbar ziemlichen Eindruck, was? Ist er wieder Alinchi oder was? Eggert! So, ich habe von Haxi gehört. Beeindruckende Arbeit. Eggert, ach, mein bester Freund, echt, Mann. Alle anderen sind eh scheiße. So Alinchi oder so. Okay, aber bevor schaue ich mich mal um, was gibt es hier Cooles? Hier gibt es irgendwelche merkwürdigen Blumen. Blume? Hier kann man irgendwas klauen. Zykono? Vergleichen. Schlecht. Zure Dolche. Schlecht. Blut. Na, wegen dem Blutwurz klaue ich nichts. Ich sage lieber Blutwurz, das klingt so eklig. Ich will das nicht sagen, aber ich denke halt, das ist lustig und irgendjemand lacht darüber. Na egal, dann lacht halt niemand darüber. Okay, gut. Ich weiß immer noch hier. Ach, was ist. Ja, ich wundere mich immer noch, was im letzten Part passiert ist, weil da war wirklich alles merkwürdig. Noch merkwürdiger als sonst. Aber egal. Jetzt werden hoffentlich mal hier ein paar Fragen beantwortet, nicht immer noch mehr gestellt. Denn jetzt reden wir mit Hochkönig Titarion und der kann uns etwas über den Kodex Schicksals vielleicht erzählen, der ja zerstört ist. So großartig das alles auch ist, ich mache mir immer noch Sorgen um Hughes. Farmeros Hughes, ja, der war der, der uns wiederbelebt hat. Okay. Dort ist Hochkönig Titarion. Empfangen im Chaos, geboren in gestohlener Magie, zerrissen vom Schicksal, Kind zweier Väter, Verrat über Verrat, der Winter zerbrochen. Der Marionettenkönig auf seinem Thron umschmeichelt und belogen. Die Macht, die in ihm wächst, ist nicht seine eigene. Es begann im Osten und dort endet es auch. Ihre Schreie von jenseits des Schleiers. Wahnsinn und Raserei. Wahnsinn und Raserei. Uns ist bewusst, dass es verwirrend für euch sein muss. Genau wie die Feien kann auch das Schicksal nicht verändert werden. Aber die Tuata sind Feien, die zu etwas Neuem geworden sind. Und ihr seid ein Sterblicher, der aus dem Gewebe des Schicksals befreit wurde. Gadflo behauptet, die Tuata seien das Werk seines neuen Gottes. Aber wenn die Tuata die Schöpfung eines Gottes sind, was seid dann ihr? Die Zeit der Feien läuft ab. Unser Land und unsere Seelen schwinden dahin. Und nur wenigen Feien ist überhaupt bewusst, dass sich der große Kreislauf verändert hat. Gadflos Krieg bedeutet für uns alle den Tod. Für die Feien ebenso wie für die Sterblichen. Es steht im Gewebe geschrieben, dass wir alle diese Welt gemeinsam verlassen werden. Für uns ist es zu spät, für euch hingegen nicht. Dies ist das Schicksal, von dem ich hoffe, dass ihr es ändern könnt. Die Macht eines Gottes in Händen eines unbesonnenen Sterblichen. Das ist der Grund, warum Nyralim fürchtet, zu was ihr werden könntet.
Dieses Zeitalter hat zahlreiche Veränderungen gesehen. Veränderungen, die wir einst für unmöglich hielten. Wir haben uns geirrt. Ihr seid mit der Macht im Osten verflochten. Daran besteht kein Zweifel. Eure Energie reicht bis nach Alabastra zurück. Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn ihr dorthin geht. Aber wir wissen, dass die Macht hinter Gatflo euer endgültiges Ziel sein wird. Sein Gott ist eure Antwort und das Schicksal dieser Welt. Ich danke euch. Und vielleicht könnt ihr außerdem mithelfen, das Schicksal unserer Welt zu ändern. Ich habe jene gesehen, die dazu bestimmt waren, Helden zu sein, denen große Taten wie von allein zuflogen. Sie kommen, sie handeln und sie verschwinden, so wie es geschrieben steht. Ihr hingegen bewirkt Großes nicht, weil ihr es müsst, sondern weil ihr euch dafür entscheidet. Und das ist eine weitaus wahrhaftigere Größe. Das ist bewundernswert, doch Willensstärke allein wird euch nicht reichen. Ihr mögt vom Schicksal befreit sein, doch ihr seid nicht vor dem Tod gefeit. Sprecht mit euren Verbündeten. Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr darauf hoffen, die Kräfte, denen ihr euch gegenüber seht, zu überwinden. Stimmung, neue Karte ist ja episch. Wir sind die Träume von Wärme und Geborgenheit, die körperliche Gestalt angenommen haben. Doch diese Träume werden von Gatflo und dem langen Winter bedroht. Unsere kühlen Vettern jenseits des Meeres. Denkt nicht, die Feien vom Hof des Winters wären unsere Feinde. Wir lieben sie als Teil unserer Familie, so düster sie auch sein mögen. Oh, wie gerne würde ich wieder im Sternenlicht durch ihre Gärten wandern oder ihren beruhigenden Steintee trinken. Aber die Tuata haben sie verzehrt und all ihre Wunder sind verloren. Es ist eine gewaltige Tragödie, dass unser Sturz durch einen der unseren herbeigeführt wird. Täuscht euch nicht. Gatflo ist der Vorbote des Endes meiner Art. Dadurch, dass ihr ihn und seine Armee bekämpft, werdet ihr unser Schicksal besiegeln. Es ist eine tragische Wahrheit. Doch wir vergeben euch. Das Gewebe ist ein Puzzle. Jede Person ist ein Teil von ihm. Und die Ränder ihres Schicksals verzahnen sich mit denen der sie umgebenden Geschöpfe. So erfüllen sie alle ihre Aufgabe, um letztlich ein gewaltiges Bild zu ergeben. Ihr jedoch seid nicht länger Teil dieses Puzzles. Ihr seid ein Farbklecks. Ihr bedeckt die Ränder der Puzzleteile, denen ihr begegnet, und verändert sie. Noch gefährlicher ist jedoch, dass ihr ein vollkommen neues Bild der Realität malt. Und wer kann darauf vertrauen, dass euer Entwurf besser ist als das Original? Seit unser Volk vor so langer Zeit in diese Welt zurückgekehrt ist, habe ich die Ehre, als Hochkönig des Hofes des Sommers zu dienen. Ich habe mir die Herrschaft immer mit dem Hochkönig des Hofes des Winters geteilt, bis ich Gatflo erhob. Nun sind unser beider Völker in Gefahr. Die Höfe des Sommers und Winters haben stets in Harmonie über die Feienlande geherrscht. So wie die Jahreszeiten über die Welt ziehen. Doch mit Gatflos neuem Gott hat sich etwas verändert. Die Winterfeien, die ihm gefolgt sind, nannten sich selbst die Tuata und trugen ein Zeichen des Prismeer. Ihre Macht ist gewachsen und doch sind sie geschwunden. Cool, man kann Perspektive ändern. Geil. Erstmal Stufenumstieg. Oh, echt mal, was haben wir da alles merkwürdiges erfahren? Das heißt, also, habe ich das richtig verstanden? Wir sind ein Gott. Oder? Habe ich das jetzt, falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Aber, sind wir der Einzige, der Gatloff aufhalten kann. Ja, gebt uns bloß keinen Druck.
Erschütternde Macht. Schauen wir mal. Langschwert. Großschwert. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Großschwert oder ein Langschwert haben. Nee, wir haben ein Großschwert. Entweder das kurze Stumpfverletzung verursacht einen höheren Schaden betäubte Gegner. 20% gegen betäubte Gegner. Toll. Beben könnte man machen. Harpune. Harpune haben wir eh noch keine freigeschaltet. Ach geil, das ist eine Attacke. Ach so, cool. Raffinesse. Assassinenkunst haben wir voll. Schattenfackel. Keine Ahnung. Ja, ich hätte irgendwas richtig cooles gerne mal. Beschwöre einfach, Gott, da kosten 50 Mana. Boah, das ist saumäßig viel. Chakrams haben wir voll. Schutzfeder ist schlecht. Ich weiß nicht, was ich upgraden soll. Nachbeben. Der letzte Treffer mit dem Vorzeichen. Nee, dann mache ich die Harpune mal. Die hört sich cool an. Und ja, wir haben jetzt. Ey, Schicksalslose. Nee. Wir haben irgendwo eine neue Karte bekommen. Die ich nicht finde. Cool. Hä? Wir haben da noch eine neue Karte bekommen. Kampfmagier. Nein. Dann haben wir halt keine neue Karte bekommen. Dann halt nicht. Bestätigen. Inventar. Haben wir hier was Neues bekommen? Oha. Vitalis. Oder war der Vitalis der geile Ring? Ja, den tun wir statt den Evelyns Ring hin. Okay, gut, Agat, hast du nicht was dazu zu sagen? Das würde mich mal interessieren. Ich habe nicht einmal die Hälfte dessen, was der König gesagt hat, verstanden. Aber es klingt, als hättet ihr einiges zu tun. Ein Glück, dass ihr dabei nicht allein seid. Um genau zu sein, habe ich vermutlich eine Spur gefunden, die uns zu einem alten Freund von euch führt. Famous Hughes? Ja. Alte Fomerus Jus natürlich. Wenn uns irgendjemand helfen kann, dann doch wohl der Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat. Ich habe ein wenig herumgefragt und konnte Kontakt mit seinem Vorgesetzten aufnehmen. Er denkt, er könnte uns helfen, Jus zu finden. Alle Scholaren der Gnome haben einen Templer, der ihre Forschungen unterstützt. Und offenbar ist Jus Förderer, Templer Octien, fest entschlossen, ihn zu finden. Geht in den Südwesten, in die Brachlande der Tyris. Octien wird dort auf euch warten, um zu besprechen, wie ihr Jus finden könnt. Geil! Richtig cool. Ha, Famous Jus lebt noch, das ist schön. Ihr seid nicht der Einzige, der auf der Suche nach Jus ist. Octien hat seine Spur bis in die Brachlande der Tyris verfolgt. Ihr solltet euch mit ihm unterhalten. Gut, leb wohl, Eggert. Wir werden uns wiedersehen. Und ist Alin Shea auch da? War ja klar. Wer hätte gedacht, dass ihr derart interessant sein könntet? Der Tod scheint euch ausgesprochen gut bekommen zu sein. Agat sucht nach einem Ausweg, Nyralim nach einem Retter und Titarion nach einem Champion. Und irgendwie gebt ihr jedem von ihnen, was sie brauchen. Ich bin beeindruckt. Ihr habt recht. Es wird alles andere als leicht werden. Die Tuata belagern unsere Truppen in Melsenshir. Und ihre Macht hat über die Jahre noch zugenommen. Ihr werdet mehr Hilfe brauchen als meine und die des alten Schicksalswebers. Ihr braucht eine Armee. Vor ein paar Jahren hätte ein einzelner Krieger noch unbemerkt hineinschlüpfen können. Aber Verstohlenheit ist keine Option mehr. Nicht einmal für mich. Es gibt jedoch noch Hoffnung. In den Eratel-Ebenen wartet eine Spielerin, die sich schon viel zu lange nicht mehr an diesem Spiel beteiligt hat. Es wird Zeit, Kontakt mit General Telera aufzunehmen. Trefft euch in dem Dorf Emaire mit mir. Dort werde ich euch alles erzählen. General Telera hatte das Kommando über unsere Streitkräfte im Osten, in Clurikon. Doch vor einem Jahrzehnt wurden ihre Truppen von dem Hexenritter Malvün und seiner Tuata-Armee zurückgeschlagen. Seit damals sucht sie nach einer Möglichkeit, das verlorene Land zurückzuerobern und ihre Ehre wiederherzustellen. Ihr könntet genau die Hilfe sein, die sie braucht. Macht euch auf den Weg. Okay. Also ich würde sagen, in diesem Part haben wir wahrscheinlich jetzt mehr gemacht, mehr erfahren, als bis jetzt in jedem anderen Part. Also, irgendwie haben wir auch die Kraft eines Gottes, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann Gutfluff ist, also, ja, es stimmt, dass irgendein neuer Gott kommen wird und alles zerstören wird. Aber es ist nicht Gutfluff selber.
Und ja, wir sind der Einzige, der es aufhalten kann. Wir sind der, der das Schicksal ändert. Ich bin es, euer MC Mafix. Und ich verabschiede mich jetzt und wir werden uns im nächsten Part wiedersehen und müssen dann die Welt retten. Vor Gutloaf, den Tuatha und vor allem anderen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.